Freunde der großen und kleinen Bahn. Ich hatte es schon immer mal angedeutet und ich bin ja auch auf ein anderes Video eingegangen von einem Modellbahn-YouTuber-Kollegen, mit dem ich mich da ein bisschen kritisch auseinandergesetzt habe, als es um das Thema Modellbahnbetrieb oder den Begriff Betriebsbahner ging. Ich wollte mich dann immer mal selber dem Thema annähern, bin das aber bisher weitestgehend schuldig geblieben und ich möchte das heute mal nachholen und das mit Hilfe eines Buches, was ich euch vorstellen möchte. Hier haben wir dieses Buch von Günter Bartel, Fahrbetrieb auf der Modellbahn. Ich habe mir das eigentlich nur gekauft, so erstens war es total billig, hat glaube ich 5 Euro gekostet. Und dann war ich einfach mal neugierig, wie man zur damaligen Zeit, also das ist 1974 erschienen, in der DDR, ne, im Transpress Verlag, wie man da das Thema Fahrbetrieb auf der Modellbahn so bearbeitet hat. Und ich war doch sehr, sehr überrascht, was ich dann im Inneren des Buches vorgefunden habe. Also ich weiß jetzt leider nicht so richtig die Vorgeschichte von Fremo. Also der Fremo ist ja mit dem Anspruch eines vorbildnahen, unter anderem des vorbildnahen Fahrbetriebs angetreten, aber Mitte der 80er. Wir sind hier Mitte der 70er, also 10 Jahre vorher. Und ich war doch sehr erstaunt, dass ich vieles, was ich von Fremo kenne, in diesem Buch schon vorgefunden habe. Aber schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Bevor es allerdings ans Eingemachte geht, ne, also wie dieser Betrieb stattfinden soll, gibt es ein paar Grundlagen, die hier in dem Buch auch gezeigt werden. Sehr interessant ist so seine Auffassung der Epochen. Also das kennen wir heute ein bisschen anders. Man muss allerdings eben sehen, aus welchem Blickwinkel er das betrachtet. Na, also er hat das ja sicher am Anfang der 70er Jahre geschrieben. Vielleicht ist manches noch ein bisschen älter, das weiß man ja nicht. Und da geht eben die Epoche 1 bis 1885. Und die Epoche 2 endet 1920, das ist also bei uns schon die Epoche 1. Dann hat er hier die Epoche 3, die also von 1920 bis 1933-45 geht. Das ja, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich dann in der DDR auch die Hitlerzeit ausgeblendet wurde. Und wir haben dann die Epoche 4, die ab 1945 bei ihm losgeht. Ne? Also auch diese Epochengeschichte, die hat sich eben in der Geschichte der Modellbahn auch immer mal ein bisschen geändert. Man muss natürlich da auch dazu sagen, was die Epoche 1 betrifft, da geht es ja oder ging es eher darum, was verfügbar war. Es gab ja sozusagen in der frühen Epoche 1, also so wie wir heute die Epoche 1 sehen, ja, so gut wie kein Material oder also irgendwann relativ später gab es mal Adler und Saxonia. Deshalb behelfen wir uns ja uns heute und nennen es einfach Epoche 0, was natürlich auch ein bisschen putzig ist. Das nächste ist natürlich der Gedanke, wie schnell sollte ein Modellbahnzug sich fortbewegen? Na, da hat er also hier so seine Gedanken geäußert. Und natürlich, wenn ich also viele Anlagen sehe oder auch viele Videos, also da ist teilweise doch fürchterliche Raserei. Also die Fahrzeuge fahren dann wahrscheinlich umgerechnet irgendwie mit 300 km/h dann über die Anlage, selbst wenn es irgendwelche Dampfloks sind. Also auch das hat ihn scheinbar damals schon gestört und er hat dann versucht, hier da ein bisschen, naja, seine Meinung dazu zu äußern. Ja, und das Ganze wurde natürlich auch in Formeln gepackt und quasi wissenschaftlich aufgearbeitet und entstanden ist hier eine Tabelle, wie schnell sich Modellbahnzüge in den einzelnen Spuren also bewegen sollten. Also wenn wir uns jetzt mal rausgreifen, hier 100 km/h, das sind also in H0 35 Zentimeter pro Sekunde. Also wir haben es heute ein bisschen einfacher, da gibt es also zum Beispiel von Fleischmann oder von Pico gibt es also Messwagen, wo man das also überprüfen kann. Und ich vermute mal, dass da sozusagen ähnliche Geschwindigkeitsmaßstäbe angelegt wurden. Dabei ist es natürlich
nicht unwesentlich zu wissen, wie schnell sind Eisenbahnzüge im Vorbild überhaupt unterwegs oder wie schnell waren sie unterwegs, wenn man also da frühere Epochen betrachtet. Ne? Das ist besonders bei einer Schmalspurbahn, die dann irgendwo, was weiß ich, dann irgendwo mit 20, 30 km/h unterwegs sind oder Nebenbahnzüge, die dann auch in früheren Epochen nicht schneller als 40 oder 60 gefahren sind. Dann haben wir das Thema Zeit und Strecke. Also wenn ein Modellbahnzug eine gewisse Strecke zurücklegt, na, ist er dann ja meistens schon nach Sekunden da, weil natürlich die Strecken nicht so lang sind. Und deshalb eben die Idee, eine Modellzeit einzuführen, wo quasi die Uhr dann etwas schneller läuft, als das im normalen Leben der Fall ist. Und da es damals zumindest im Osten, noch keine elektronischen Uhren gab, sondern nur mechanische, ich weiß nicht, wie das im Westen war, gab es dann so diverse Tipps, dann diese Wecker umzubauen, damit sie dann schneller laufen, also 1 zu 3 oder 1 zu 5 oder was auch immer. Na, man hat dann also angefangen, dann in den Weckern die Zahnräder zu bearbeiten, da jeden zweiten, dritten Zahn da rauszukneifen, damit die Uhr einfach ein bisschen schneller läuft. Ja, heute ist das kein Thema. Laptop aufgeklappt, irgendeine App runtergeladen und dann wird da die Uhr angezeigt. Beim Fremo gibt es dann auch noch die Geschichte, dass dann, was weiß ich, man da irgendwelche Uhren im Saal aufhängen, die dann von einer Mutteruhr quasi naja, die vorgegeben bekommen durch Impulse, wie schnell sie sich dann zu bewegen haben. Ja, es gab dann auch noch den Trick bei Standuhren, die Pendel wegzulassen, dann haben sie sich schneller, auch schneller bewegt. Und hier ist dann noch der Umbau einer Taschenuhr als Hauptuhr, ne, im Empfangsgebäude, dass man praktisch die Taschenuhr in das Empfangsgebäude einbaut, also die umgebaute Taschenuhr natürlich, die dann schneller läuft, um dann sozusagen eine Modellzeit zu haben. Also alles, es ist erstaunt, was für Gedanken man sich dann damals so gemacht hat. Der nächste Punkt ist quasi jetzt hier der Modellstrecke und dem Fahrplan gewidmet. Also im Vorbild fahren ja Züge quasi von A nach B und von B nach C und dann, was weiß ich, über wie viele Stationen und dann irgendwann auch mal wieder zurück. Also wenn wir jetzt von einem Personenzug ausgehen, es gibt natürlich auch Züge, die da kompliziertere Strecken haben. Und wir haben also jetzt eine Anlage in einem Kreis. Wir haben also hier A, B und C als drei Betriebsstellen. Und jetzt ist eben der Gedanke, wie wird das irgendwie sozusagen gedanklich ins Vorbild versetzen oder eher umgekehrt, wie wir hier ein Vorbild simulieren. Ja, und dann haben wir jetzt oben rechts zum Beispiel den Vorschlag, dass also dieser Kreis abgetarnt wird durch einen Tunnel und dass also die sozusagen von der Betriebsstelle A in den Tunnel rein gedanklich dann die Strecke nach X geht. Und auf der anderen Seite von Betriebsstelle C, also oben, da geht es auch wieder in den Tunnel rein, wo es dann zur fiktiven Betriebsstelle Y geht. In Wirklichkeit sind aber im Modell die sozusagen durch einen Kreis geschlossen. Ja, dann haben wir oben links noch die Anlagenform, wo es also einen Kopfbahnhof gibt. In dem Fall ist es Perleberg Süd. Und dann eine Strecke, die also nach Karlstedt und Berge führt und die also sozusagen als wie so eine Art große Wendeschleife ausgeführt ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann eine Anlage zu bauen. Was nun mittlerweile, das war damals vielleicht noch nicht so, was nun mittlerweile der eine oder andere Modellbahner baut, ist eben dann kein Kreis, sondern eben eine Anlage, wo es irgendwo im Schattenbahnhof losgeht. Und der sozusagen eine Stichstrecke hat, die also in einem Endbahnhof, das wäre jetzt hier das Perleberg Süd, dann eben endet. Das ist allerdings eben eine Variante. Hier wollen wir erstmal immer noch
sozusagen mit dieser Ringstrecke arbeiten, weil das ja eigentlich auch immer noch die häufigste Form einer Modellbahn ist. Ja, hier ist es dann schon erwähnt, die sogenannte offene Streckenführung, ne, von A, B nach C, und dann fährt der Zug also wieder zurück. Es empfiehlt sich jedoch aus meiner Sicht dann immer, entweder A oder C dann als Schattenbahnhof auszuführen. Das ist sozusagen die gedachte Welt hinter der Eisenbahn, weil ja die Strecken meistens eben keine Inselstrecken sind, sondern irgendwo schon an die große Eisenbahn angebunden sind, von Schmalspurstrecken jetzt mal abgesehen, die also meistens Inselbahnen sind. Ja, und dann runter haben wir die Kombination einer Ringstrecke mit einer offenen Streckenführung. Das heißt, ich habe dann also einen Ring, wo ich im Kreis fahren kann, und dann eben einen Abzweig, wo ich auf einer Nebenstrecke zum Beispiel zu einem Endbahnhof fahren kann. Auch das ist eine relativ häufige Form, wie Modellbahnen gebaut werden. Der Fahrplan selber wird, wenn er geplant wird, dann meist als sogenannter Bildfahrplan ausgeführt. Na, also wir haben jetzt die Betriebsstellen A, B, C, D, E, F und G. Na, das können also einfach irgendwelche Blockstellen sein, das müssen nicht immer irgendwelche Bahnhöfe sein. Und dann werden praktisch hier die Züge eingezeichnet, von wann bis wann sie sich wohin bewegen und was für Standzeiten sie haben. Also hier diese gestrichelten Linien, die hier so im Bogen ausgeführt sind, das sind quasi die Standzeiten. Das ist beim Güterzug meistens sowieso am längsten, erstens, weil er der Zug ist, der auf alle anderen wartet, und zum Zweiten braucht er meist ein bisschen Zeit, um in dem Unterwegsbahnhof, in dem Fall C, dann zu rangieren. Im Kursbuch sieht es dann meistens so aus, hier mal zwei Beispiele zwischen Stralsund und Rostock von 1896 und 1974. Hier fehlen natürlich in den Kursbüchern die Güterzüge. Ne? Es geht ja nur um den Personenverkehr, den ich den potenziellen Reisenden mitteilen möchte. Wir haben dann hier noch eine Aufstellung, was für Zugtypen es gibt. Zu den Zugtypen kommen wir dann gleich noch. Und wie sie dann im Fahrplan gekennzeichnet werden. Und hier dann noch ein Einblick in das Nummernsystem. Also jeder Zug hat ja eine Nummer, und im Fahrplan, und wie das mit den Nummern hier funktioniert, also mit dem internationalen Zugnummernsystem ab Juni 1973, und dann hier der Vorschlag für die Modellbahn. Ja, und obwohl ich dies gerade schon genannt habe, ist es natürlich besser, erstmal die einzelnen Zugtypen zu kennen, was es da überhaupt gibt. Ich werde mich jetzt auch nur auf das Allereinfachste beschränken. Wir beginnen mit dem Güterzug. Wir haben hier eine schwere Güterzuglok, also die Baureihe 850. Und die führt jetzt einen Durchgangsgüterzug von einem Güterbahn, also einem größeren Güterbahnhof, in den nächsten. Die hat natürlich meistens dann so viel Güterwagen dran, wie hier nicht auf dem Bildschirm passen. Also ist der Zug jetzt deutlich länger, als das jetzt hier dargestellt ist. Am Ziel angekommen wird dann der Güterzug, also der Durchgangsgüterzug, geteilt. Die Wagen werden über den Ablaufberg geschickt und in andere, meistens Nahgüterzüge, dann eingereiht. Dieser Nahgüterzug unterscheidet sich jetzt von der Zusammensetzung natürlich nicht grundsätzlich von dem Durchgangsgüterzug. Allerdings ist dieser Zug rangiert also auf den Unterwegsstationen und sammelt dort Wagen ein, die dort be- oder entladen sind, und verteilt neue Wagen in diese Ladestellen. Bei Ladestellen, wo sich es nicht lohnt oder aus verschiedenen Gründen eben nicht möglich ist, die dort von einem Nahgüterzug anfahren zu lassen, gibt es dann die sogenannten Übergaben. Na, das sind also meistens recht kurze Züge, meist von Tenderloks älterer Bauart gezogen,
die dann dort diese Wagen zustellen. Kommen wir zum Personenverkehr. Ja, hier haben wir den Schnellzug, der meistens längere Strecken zurücklegt und zwischen den größeren Bahnhöfen verkehrt. Also meistens sind es dann die Hauptstädte der Region, die er verbindet, oder auch Orte im Ausland, die angefahren werden. Und die typischen Schnellzugwagen haben wir jetzt hier im Bild. Ja, der letzte ist so ein Kurswagen aus Polen. Dann haben wir den Eilzug. Ja, der fährt dann auch schon mal die Kreisstadt an, ne? Also auch mal Ortschaften und Bahnhöfe, die jetzt nicht so groß sind, ist aber fährt an den meisten kleineren Stationen und Haltepunkten durch. Dann haben wir den Personenzug, der im Prinzip überall hält, also an jedem Haltepunkt. Die Wagen sind dann meistens, naja, etwas kürzer, als wir das in zweiachsig, wobei natürlich Personenzüge auch mit vierachsigen Wagen gefahren werden. Das ist also keine Regel. Vor allem dann ab der Epoche 3 und vor allem in der Epoche 4. Dieser Personenzug ist dann meistens auch noch auf der Hauptbahn unterwegs oder teilweise dann auch schon auf größeren Nebenbahnen. Ja, und dann haben wir die sogenannte Piffelbahn. Hier mal als Beispiel von der Windbergbahn, das kann ich mir natürlich jetzt nicht verkneifen. Das ist so dieser typische Nebenbahnzug, der meistens auch ein bisschen kürzer ist und der dann, naja, irgendwo geht es dann meistens irgendwo ins Gebirge oder auf Strecken ist er eben unterwegs, wo eher geringer Verkehr ist im Vergleich zu den Hauptbahnen. Ja, und damit wären wir am Ende dieses Videos angelangt. Das Thema ist natürlich so umfangreich, dass ich es auf mehrere Folgen aufteile. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel es werden. Das hier wird das auf dieser Seite werden wir uns dann im nächsten Teil dann wiedersehen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, es hat euch Spaß gemacht und ja, wie immer, kommentieren ist erwünscht, ne, liken auch und ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat, das tut meistens nicht weh. Ne, in dem Sinne, einen schönen Abend, macht was draus.